Willkommen zurück zu SFS Colony. Es geht weiter und zwar fliegen wir heute zum Jupiter, genau gesagt zu seinen Monden. Der Jupiter hat hier in SFS 4 Monde, einmal Io, Europa, Ganymed und Callisto. Wir werden alle 4 von diesen besuchen, und zwar mit hier diesen ja ziemlich standardisierten Satelliten, den ihr wahrscheinlich schon dutzende Male jetzt hier in Colony gesehen habt. Dazu haben wir hier noch eine Transferstufe, um überhaupt erst zum Jupiter zu kommen. Und der Rest ist eine ziemlich gewöhnliche Atlantis 6, hat 60 Tonnen Schubkraft und das reicht natürlich hier auf jeden Fall dafür aus. Also, ich würde sagen, los geht's. Thank you.
So, wir haben leider keinen Treibstoff mehr. Komplett fertig. Aber wir haben auch alles geschafft, was wir wollten. Wir haben jetzt hier diesen etwas elliptischen Orbit. Ich weiß auch nicht, ob wir jemals wieder mit Io kollidieren werden oder so. Ob wir da in die Umlaufbahn eintreten werden. Ich hoffe es auf jeden Fall nicht. Dann kann ich hier weiterhin bleiben. Und ja, wir haben jetzt alle Monde zweimal besucht. Wir waren als erstes bei Ganymed. Da haben wir unsere Apoapsis zweimal verringert und haben dann eben einen Jupiter-Orbit geschafft. Ganymed ist an sich ein recht guter Platz für eine Kolonie, hat allerdings ein bisschen raues Gebiet, sage ich mal. Ihr seht, das ist sehr, sehr bergig. Es gibt kaum flache Flächen. Und er hat auch eine recht große Gravitation, was manchmal ein bisschen schwer macht abzuheben. Danach waren wir auf Callisto. Callisto ist so ein Problem, dass er ganz weit weg ist. Also vom Jupiter her ist er ganz weit weg. Und die Oberfläche ist auch nicht unbedingt sehr glatt. Sie ist nicht allzu schlimm, aber sie hat halt sehr viele Krater und deshalb auch große Unebenheiten. Und ja, das macht den nicht so zum Favoriten. Dann haben wir noch Io, ganz innen. Ist auch schwierig zu erreichen, weil es so weit innen ist. Und er hat eine wirklich grausame Oberfläche. Also da kann man nirgendwo eine Kolonie bauen. Ja, es ist alles Berge. Und deshalb nicht so mein Favorit. Dann bleibt nur noch Europa übrig. Europa ist an sich recht gut. Wir haben hier eine recht flache Oberfläche, wir haben auch einige Krater und Unebenheiten, aber ich denke mal, wir werden da schon ganz gute Flächen finden. Hier zum Beispiel ist schräg, aber man könnte trotzdem eine Kolonie bauen. Also, wir haben jetzt Europa als Ziel ausgewählt. In der nächsten Folge werden wir dann einen Platz für eine Kolonie suchen. Und dann war es das jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.